Herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Wir sind wieder in Gorgrond, wie man sieht, aus dem folgenden Grund. Ich spec, glaube ich, erstmal um. Das Umspecken kann ich gerade mal zeigen. Achtung, wir haben jetzt momentan diese Rüstung an. Okay, ist halt nicht wirklich gut gemockt, aber sieht halt kacke aus. Und jetzt haben wir die an. Wunderbar, jetzt noch die Waffen wechseln und dann sind wir zufrieden. Also, aus dem folgenden Grund. Wir waren ja dabei, Bonusziele zu machen. Wir waren in den Spitzen von Arrak, haben da alle gemacht und dann wollte ich nach Nagrand gehen. Allerdings habe ich hier keine gefunden. Ich schätze mal, es hängt wieder damit zusammen, dass wir keinerlei Questfortschritt dort drin haben. Was bedeutet? Tja, wir müssen die restlichen 25% questen. Ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Ich meine, die Serie, die wir hier führen, ist ja keine Story-Serie. Also, es geht ja nicht darum, die Story komplett durchzuleuchten und alles mitzunehmen. Es ist ja eher so, wir spielen aus Spaß ein bisschen zusammen und labern dabei ein bisschen und ja, machen dumm Zeug halt. Ein paar Sachen habe ich erklärt. Dann, es wird dann, also es geht noch ein bisschen. Wir haben noch dann ganze 13 Level vor uns. Und die werden sehr lustig, zumindest die letzten 12. Da geht's dann ab auf die verheerten Inseln. Da freue ich mich besonders drauf. So, fallener Ork. Das war mal ein Ork, offensichtlich. Ja, der Ork ist noch leicht zu erkennen. Sieht halt generell nicht so gesund aus. So, kommst du mal her, bitte? Wir können uns da mal ein bisschen heilen. Das ist ganz gut. Lauf zu. Ah, geh weg. Okay, dem können wir nicht ausweichen. Das ist echt schade. Wo seid ihr? Einen brauchen wir noch. Dann nehmen wir natürlich. Alter, den hier draußen. Hab ich gedacht, aber wir werden wohl irgendeinen hier drin nehmen. So, den haben wir gefunden. Das ist keine Flussbestie. Das ist ein Ork. Es sind ja immer nur 24%, die wir nur noch brauchen. Das sind, guck mal, wir können sogar fast ausrechnen. Ich weiß nicht, wie viel EP wir pro Quest bekommen. Können wir auch irgendwie nicht nachgucken. Weil hier, wenn wir hier gucken, steht halt nur die EP ohne den Bonus. Das ist ein bisschen, ja, da kann man halt schlecht ausrechnen, wie viel wir dann im Endeffekt noch brauchen oder wie viel wir dafür bekommen. Warum schießt denn der jetzt eigentlich auf uns hier? Was soll das denn? Hat dir einer erlaubt, auf uns rumzuballern? Geht's hier noch gut? Wir müssen hier Leute finden. Da liegt noch einer. Oh, der hängt sogar. In der Luft. Er schwebt. Wunderbar. Da liegt der letzte. Oh, okay. Der Heingärtner. Der gute Heingärtner. Was wir auch dann machen können am Ende, hätte ich eigentlich die ganze Zeit schon machen sollen. Gerade wenn es um wichtige Sequenzen geht. Wobei ich nicht weiß, ab wann die Sequenzen gespeichert werden dort. Kann ich gleich mal zeigen, wenn der hier tot ist. Also irgendwann nächste Woche. Also, es gibt hier ein Spielzeug, das schimpft sich. Jetzt ist es weg, warte mal. Oh, jetzt wollte ich gar nicht. Verdammt. Wir müssen irgendjemanden töten. Schnell, dann fliegen wir schnell dahin und töten den damit einfach. Wo ist er? Da drin. Stimme Jesus. Können wir den damit eigentlich. Jawohl, das geht. Guck mal hier. Easy. Da kommt sogar noch ein Ork, der sich wichtig tun will. Was ist denn das da unten? Mein Typ auch noch gegen das Ding kämpft. Boah, Alter, ich treffe den von hier oben gar nicht. Oh, da castet ja einer. Ja, dann gehen wir bitte hier so. Wir steigen gerade mal aus, damit wir fliegen können.
Nee, wo ist es denn? Ganz hinten, hier. Es schimpft sich der Würfel der Erinnerung. Und zwar, wenn wir den hinsetzen, sehen wir hier, okay, ist jetzt nur eine Sequenz, das sind die Ereignisse an Argus. Hier werden so allerlei Sequenzen, so Cutscenes gespeichert. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil es ist doch, wenn man jetzt eine nicht gesehen hat oder sie sich nochmal angucken will, das kann immer vorkommen, hat man damit eben die Möglichkeit und muss nicht irgendwie irgendwo hin und... Okay, 32.000 kriegen wir. Boah, das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Viel Quests brauchen wir dadurch nicht mehr. Dann gehen wir gerade mal hier rüber und geben die anderen Quests ab. Deswegen gucke ich mal, ob der Würfel der Erinnerung auf meinen Haupt... auf meinem Hauptserver da auf den Charakteren eventuell ein paar andere Sequenzen noch hat, die ich dann ranholen kann. Also alle Sequenzen, die jetzt kommen, die kriegen wir mit. Nur die, die wir halt nicht irgendwie, weil wir zu schnell sind oder so, nicht mitkriegen. Oder weil wir jetzt hier wie in der Grand einfach nicht questen oder... Arbeitstrupps bereit. Das glaube ich. So, ich glaube, den Rest können wir so einsammeln an Quest. Oder? Hier haben wir noch eine Quest, da kriegen wir noch ein paar EP für. Da müssen wir echt nicht mehr viel machen. Wir gucken mal. Also, hier ist ein Rahmob. Dann lasst uns doch mal den Rahmob töten. Ist er das? Samphulo Argus, what? Okay, der sieht böse aus. Den greifen wir eventuell nicht an. Ist vielleicht sicherer, tatsächlich. Spuck das aus! Bleib gut drauf! So, wir bräuchten theoretisch nur noch eine Quest. Ja, die Quest machen wir und dann sind wir hier durch. Also, wir sollen 100 Dingsbums einsammeln. Von irgendwelchen Leuten. 100 Wachstumssaft für Urtum. Sollte ja nicht so schwer sein. Ha! Oh, 12 Stück bekommen wir da raus. Guck mal, kleine Urtürme. Oh, sehen die cool aus. Baby-Urtürme. Hoho, weg damit. Schön immer drauf. Ich werd nicht geheilt. Hallo? Was sind wir denn hier? Okay, ich glaube tatsächlich, dass der hier mehr geben wird. Deswegen greifen wir den mal an. Das Vieh denn her gerade? Nein, hat das eingesetzt? Nee. Zum Glück. Das ist doch mal eine Ansage. Na. Stirb! Oh. Zwar ein bisschen unnötig am Ende, aber sicher ist sicher. Lieber cast ich nochmal einen Kick raus, also hier Arkaner Strom, als dass wir dann sterben durch irgendeinen Cast, den wir dann hätten unterbrechen können. Das ist dann hinterher, kann man sich immer beschweren. Nix gibt's. Ah, du Ekliger. Geh mir aus dem Licht. Batz, weg damit. Nehmen wir noch mit, da sind auch wieder 20 drin. Dann haben wir 87. Dann müssen wir noch so einen großen töten. Sollte aber an sich kein Problem darstellen. So schwer sind die ja jetzt doch nicht. Ich meine, die haben auch nicht viel Leben. Es sieht vielleicht viel aus, aber unser Leben steigt ja auch und unser Level und... dadurch der Schaden halt hier. Und die Erbstücke. Einen großen brauchen wir noch. Ist das ein großer? Jawohl. Oh. Ist auch vielleicht ein bisschen weit. Obwohl, ging. Alles gut. Alles noch im grünen Bereich. Nein. Ah, Mann. Ich
weiß nicht genau, was es macht. Ich weiß auch nicht, woran man sieht, ob es durchcastet. Da müsst ihr einen Buff bekommen. So. Also, wenn wir diese Quest abgeben, sind wir Level... Okay, das war dumm. Level 98. Und dann sind wir fertig. Boah, das ist echt... Da sind wir ja mit Draenor durch, Hammer. Guck mal hier jetzt, Achtung. Das nehmen wir an, das Zimmer an. Alle tut angezogen. Wir sind tatsächlich fertig. Ich kann es fast gar nicht glauben. Das können wir wegschmeißen. Das brauchen wir nicht. Wie gesagt, also, wir machen nicht alle Funktionen. Man hat hier ein bisschen durchprügelt, einmal Level 110 und dann vielleicht darf Level 110 noch ein paar Sachen machen. Mal gucken. Ja, jeder hat so seine Spielweise. Das hier ist unsere. Und wirklich alles zu machen und alles mitzunehmen. Ja. Ich sag mal so, aus Zeitgründen. Also wenn wir jeden Geschichtsstrang, jeden Kapitel, Erfolge, Raiden, Innis, LFR, alles machen würden, da würden wir bei... Boah. Oh. Also wir haben jetzt einen Tag, 20 Stunden mit dem hier. Das sind... Boah. Wir haben jetzt... Ich muss gerade mal gucken. Das ist die 121. Folge. Aber wir würden dann schon so bei 300, 400 Folgen sein, wenn wir wirklich alles machen würden. Mindestens mal. Selbst mit unserem Erbstückzeug da würden wir allein dann 200 Folgen brauchen, bis wir durch alle Gebiete durch sind, weil wir hätten ja alle, wenn ich darüber nachdenke, ey, alle Classic-Gebiete, ja, alle Burning Crusade-Gebiete, alle Nordend-Gebiete, dann alle Cataclysm-Gebiete und alle Pandaria-Gebiete und dann alle Draenor-Gebiete. Dann nochmal, okay, alle Legion-Gebiete glaube ich auch nicht, dass wir da so weit dann sind, aber ich meine, das wär aberwitzig viel gewesen, was wir hätten machen müssen. Deswegen will ich an dieser Stelle unsere Quests mal abbrechen. Also, wir haben jetzt noch eine gute Viertelstunde. Was tun wir? Ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir mal nach Orkrimmar gehen. So, Garnison. Ne, wir wollen nach Kriegsspeer. Denn, jetzt zeigt ihr mir einen Ausschlag an. Falls ihr mich vorher nicht hören konntet, eben, so für ungefähr 10 Sekunden, dann daran, dass, ich hatte mein Mikrofon ganz kurz gemutet, hab's wieder entmutet und dann hat er mir bei OBS aber keinen Ausschlag mehr angezeigt an dem Mikrofonmixer und ich weiß jetzt nicht, ob er mir den einfach nicht angezeigt hat, weil am Mischpult hat er mir den angezeigt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich dann gemutet war oder ob er es mir einfach den Ausschlag nicht angezeigt hat. Also, falls ihr mich gerade nicht hören konntet, daran nichts. Oh, geil. Das wollten wir schon immer haben. Nice. So, wir wollen nach Orgrimmar. Orgrimmar fängt alles an. Orgrimmar beenden wir alles. Ich wüsste, doch. Hier geht's nach Orgrimmar. Tschüss, Draenor, ne, so ungefähr. Ciao. Wir verabschieden uns. Allerdings nicht für diese Folge, sondern nur von diesem Kontinent. Es war sehr interessant. Wir haben kaum gequestet, hauptsächlich Bonusziele gemacht, aber hey. So kommt man am schnellsten durch, würde ich sagen. Daher. Och, nicht da. Oh, nee, jetzt wird mir das die ganze Zeit angezeigt.
Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Wir haben ja noch, wir müssen ja eh irgendwie noch eine Viertelstunde rumkriegen. Deswegen werde ich nochmal zurück in die Garnison gehen und die ganzen Dinger annehmen, fertig bauen lassen, die wir niemals benutzen werden. Wir haben es einfach nur mal gemacht, damit ihr seht, wie es gehen würde, theoretisch. Das Cap Cassina, das ist sehr schön. Ja, wir wissen, dass es abgeschlossen ist. Wir wollen es nur nicht mehr hier oben blinken sehen die ganze Zeit. So, das können wir überspringen. Tja, wir haben uns schon von Draenor verabschiedet. Jetzt sind wir doch wieder da. So, weg damit. Wie viel sind denn das insgesamt? 3 Stück. Ah ne, das ist die Mission, die müssen wir auch noch annehmen gerade mal. So. Da drin, okay. Stimmt, wir haben es ja abgegradet. So, das ist schön. Und der wurde sogar auf episch aufgewertet. Aber tja, so ist das. Das Problem ist, wir kommen jetzt nicht mehr zurück. Glaube ich. Hier gibt es das Portal noch nicht, womit man... Ach nee. Ich gehe jetzt... ja, dann würde ich sagen... Fliegen wir mal nach Ashran, gell? Per Hand. Also... manuell quasi, weil wir haben 2 Ruhesteine und die sind beide belegt. Wir können, warte mal, schwarzes Tor können wir benutzen. Kommen wir da durch? Ja, kommen wir da? Ist da... Moment. In der schwarzen Festung war doch ein Portal nach Orgrimmar. Wenn ich mich nicht irre. Wir gucken mal. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da war mal eins, aber ob das da immer noch ist oder ob das nur wegen der Questart war, kann ich gar nicht sagen. Was hier oder was unten? Oder oben? Ah, verdammt. Ach, scheiße. Wir können ja aber nach Unterstadt fliegen und dann von dort aus mit dem Zeppelin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich schneller geht. Nochmal, Draenor wäre von hier nach hier und hier wäre es halt theoretisch nur von da nach da. Ich weiß halt nicht, wie groß im Vergleich das ist. Deswegen fliegen wir einfach mal nach Unterstadt und fliegen dann von dort aus mit Zeppelin weiter. Das ist ein epischer Kumpel ist. Ah, okay. Rekrutiert einen epischen Anhänger. Ich verstehe. Ich verstehe. Beziehungsweise, dann würde ich tatsächlich hier mal einen Cut machen. Obwohl, oder? Sollen wir die Zeit irgendwie rumprügeln? Oder sollen wir hier einen Cut machen und dann Orgrimmar wieder? Ich überlege gerade. Ich glaube, wir fliegen einfach, weil... Was sollen wir denn den Rest der Zeit machen? In der Zeit können wir ein bisschen fliegen, ein bisschen Zeug reden. Hier kriegen wir noch 94 EP für die unnötigen Gebiete zu entdecken. Ach ja. Die guten alten östlichen Pestländer, wo wir mit dem Dekan niemals gequestet haben. Nur mit dem Paladin. Ach, damals waren wir noch ein Paladin. Gute alte Zeit. Tja, bis unser Herz von Finsternis verschlungen wurde. Und ich spüre diese Finsternis immer noch. Sie wird stärker. Es ist eine dunkle Energie, die sich unserer bemächtigt. Und uns Dinge ins Ohr flüstert, die wir eigentlich lieber nicht tun würden. Was soll das denn? Regnet's oder was? Nö, da labern nur Leute draußen rum. Keine Ahnung, was die da machen. Also, ja, apropos dunkle Energien. Also, wir haben ja schon gemerkt, wir sind immer dunkler geworden und immer fieser. Und die teuflischen Energien der brennenden Legion sind ja allgegenwärtig. Und ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen Besitz von uns ergriffen haben. Ich hoffe mal, dass das keine negativen Auswirkungen hat.
schnell geht das jetzt hier gerade nicht, gell? Also. Ich kann aber nicht sagen, dass nach Ashran fliegen unbedingt schneller gegangen wäre. Ich bin auch am Ende noch das Video an, von dem ich gesprochen habe. Ich weiß nicht, was es da noch so viel wichtige. Viel wichtige Cutscenes gab es hier gar nicht. Klar, es gab einige, aber. Willst du nie machen, wenn du nicht levelst oder nicht questest, eher gesagt. Aus ganz einfachen Gründen, da ja. Ja, wie gesagt, Zeitgründen. Wenn man das selber spielt, ganz am Anfang, dann ist das eine Sache. Aber hier, in so einem Format, ich meine, wir sind jetzt schon bei 121 Folgen. Das ist eine Wucht. Also, was heißt eine Wucht? Das ist schon. Ist schon eine ganze Zeit. Und wenn man bedenkt, dass jede Folge mal durchschnittlich mindestens eine halbe Stunde geht, sind wir dabei ja 60 Stunden und es werden mal locker 70, 75 Stunden insgesamt. Wobei 75 Stunden weiß ich nicht, aber 60 Stunden sind wir jetzt? Weil 70 Stunden könnte schon noch sein, ne? Obwohl, nee, wir müssen ja gar nicht rein, wir müssen ja mit dem Zeppelin fliegen. Nein, da geht der Zeppelin. Oder kommt der gerade? Nein, der fliegt gerade weg. Ich weiß nicht mehr, welcher der nach Oklima war. Der Einzelne oder die Doppelten? Ah, ich glaube, es waren die Doppelten. Ich glaube, der Einzelne war Nordend. Nein, der fliegt los. Ist er das? Ist er das? Wir landen... Ich weiß es nicht. Schlingdorntal, okay. Nein, das war der nach Oklima. Nein, er ist gerade weg. Wir haben ihn gesehen. Oder war das der da vorne? Boah, ich weiß es nicht. Kann ich gerade gar nicht sagen. Jetzt warte mal hier. Gucken wir uns unseren Würfel an, da steht aber auch nichts wirklich drin. Nee. Hier erinnert euch an die Ereignisse auf Argus. Warum das da drin steht, kann ich nicht sagen. Ach Gott. Stimmt, wir müssen einfach nur auf die Flaggen achten. Ja. Da können wir schon sehen, da müssen wir nicht gucken, wie der, also, hier steht ja immer, wo der Zeppelin hingeht, aber wir können auch einfach auf die Flanken achten. Das sind die Flanken vom Schlingdorntal, das sind die von Orgrimmar. Und da hinten sieht man die Flanken der Verlassenen, was bedeutet, da geht's nach Nordend. Das ist der Einzelne, die haben einen eigenen Turm, weißt du? Scheiß Snobs. Aus dem Norden. Ja, was ist denn jetzt hier? Hallo? Hallo? Was machen? Ei, wo bist du, Zebli? So, was machen wir denn so lange? So, wir können mal hier... Das wollte ich nicht, das wollte ich. Lucky Charms. Ich weiß gar nicht mehr, was das macht. Ah, das... Ach stimmt, das macht... Das war das mit diesen... Mit den Leisten und alles, gell? Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das hier wird doch bald verschwinden, hoffentlich, weil... Was sollen wir noch damit? Wir sind fertig mit dem Eddon. Der Mulberig. Der Schwachkopf. Der Typ, der nicht aus seinem Gefängnis entkommen konnte, weil er nicht nach oben geguckt hat. Der Olin, der Schutzkrieger, der mit einem Totem statt einem Schild kämpft. Carla, Täuschungsschurken. Und die Vivianne. Die Maya. Also, wo ist unser Zeppelin? Ich glaube, da kommt er gerade. Ich glaube, das ist er. Oder? Gehen wir mal drauf hier. Oh. Er hält hier. Jawohl. Hier sind wir richtig. Guck mal, was ist denn da? Trolljäger. Ach, wir waren auch mal Level... Okay, Level 110 nicht. Nee. Oh, ein Dämonjäger-Tank. Der hat aber wenig Leben. Oder hat er das gemockt? Boah, wenn er das nur gemockt hat, dann ist er... Rachsucht. Ist tatsächlich ein Tank gewesen. So, wir würden jetzt gerne losfahren. Mein Handy blinkt im Moment. Und ich denn... Ach Gott. Ja, ich will nicht wissen, welche Serien verfügbar sind. Ich weiß es. Wir waren auch mal Level 41. Ja, ja. Lang ist's her, du. Ich find's gut, wie er...
Wie sitzt der denn da drauf? Beine voll eingeklappt. Beine stecken irgendwie da drin. Zügel ist nicht so. Ne? Kann der mal losfliegen? Schön Wetter. Brill, ist das nicht Herr der Ringe? Nee, das war Bri, gell? Ey Gott. Herr der Ringe. Ach ja. Also, vorwärts. Wir wollen nach Orgrimma. An den verheerten Inseln vorbei. Wir wollen ja keine Legionskacke abbekommen. Also. Ja, wir sind fertig mit Draenor, würde ich sagen. Wir hatten einen erfolgreichen Ritt und ich würde auch sagen, tatsächlich, die Geschichte unseres Todesritters ist abgeschlossen. Wir haben uns gerecht. Wir sind sogar noch durch die Zeit gereist und haben die Welt gerettet, indem wir die Vergangenheit geändert haben. Allerdings ist ein alter Bekannter dabei, ja, ich sag mal, ins Fadenkreuz gekommen. Wohl, nee, ist nicht ins Fadenkreuz gekommen. Das ist falsch. Er hat's nicht anders gewollt. Ich spreche von der Cutscene, die ich gerne zeigen möchte. Und die werde ich einfach am Ende einspielen. Ganz, ganz easy und ich hoffe, es gefällt euch. Ich fand sie schon episch ein bisschen. Weil es hat schon. Es war halt schon so ein alter Zwist und ja, verdient. Das ist Karma, würde ich sagen. Das ist absolutes Karma. Also, dann an dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann mal sehen, was wir dann machen, weil der Todesritter ist ja jetzt abgeschlossen. Also, lasst euch überraschen. Einige werden sicher wissen, was kommt und ich werde hier noch die Cutscene einspielen. Also, viel Glück, viel Spaß, wir sehen uns in der nächsten Folge und viel Spaß mit der Cutscene. Tschüss. Du musst für deine Verbrechen büßen, Garrosh. Ich tat. War zum Null gerade. Du hast die Horde enttäuscht. Du hast mich zum Häuptling gemacht. Du hast mich deinen Dreck wegräumen lassen. Du hast mich enttäuscht! Du hattest nie die Stärke eines wahren Kriegers. Ich verlasse mich nicht auf Stärke allein, Garrosh. Meine Macht ist überall. Du hast mich zu dem gemacht, was ich bin. Nein, du hast dein eigenes Schicksal gewählt.